Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe beim Videoschneiden gerade gesehen, dass ich total vergessen habe, das Intro zum Drehen. Deswegen kommt es jetzt. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe euch heute mal wieder durch meinen Tag mitgenommen. Beim Frühstück ist mir ein Riesenfail passiert. Das Porridge, was ich gestern Abend zubereitet habe, ist eine komplette Pampe gewesen. Und ich habe das aber erst gesehen, wo das bei den Kindern dann am Platz lag. Dementsprechend habe ich dann denen was anderes zum Frühstück gemacht, weil ich finde, es muss nicht sein, dass dann so was gegessen wird. Ich bin zwar kein Fan davon, dass Lebensmittel weggeschmissen werden. Moment, wo bin ich denn geblieben? Genau, und ich bin ja kein Fan davon, dass irgendwelche Lebensmittel weggeworfen werden. Nur in dem Fall musste es weggeworfen werden, weil das ist so eine Pampe dann gewesen und so hart und fest von der Konsistenz und das schmeckt ja auch einfach nicht mehr. Genau, aber ich habe gelernt, ich werde. Wenn ich wieder so Overnight Oats für die Kinder zum Frühstück mache, werde ich das wieder nach dem Rezept machen und nicht noch zusätzlich Flohsamenschalen mit rein tun, weil das war nämlich der Fehler gestern, dass ich Flohsamenschalen noch mit rein habe, weil die machen das ja dann ganz fest von der Konsistenz her. Genau. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja, bitte, mein Kind. Kann ich morgen Toastbrot zum Frühstück? Natürlich. Freust du dich auf den ersten Schultag? Ja. Schön, mein Kind. Weiß, Spatz. Aber es ist egal, du hast jetzt 2 Wochen Ferien gehabt, weißt du? Da ist es ganz. Ja. Ja, bitte. Ich bin heute kurz um 5:02 Uhr aufgestanden. Um 5? Wieso? Ich bin heute aufgewacht. Ach so. Aber dann wieder eingetragen. Ja. Gut. Wieso?
holen, wenn du müde warst. Ja. Nicht so gut. Ich habe ja meine Medikamente nicht. Die haben wir ja am Freitag vergessen zum Holen. Und da kann ich auch nicht gut schlafen. Aber ich bin froh, dass ich es auch wiederholen kann. Schmeckt euch oder heute nicht so gut? Schmeckt so gut. Dann tut's am weg. Mir schmeckt es schon. Was? Mir schmeckt es schon. Ja. Okay. Du musst es nicht essen. Okay, weil das ist mir dieses Mal nicht so gut. Okay. Kannst du gleich mitnehmen. Ihr dürft auch sagen, wenn es nicht schmeckt. Oh. Hä? Mhm. Gut. Mama, darf ich auch mal hier sitzen auf der Bank? Natürlich. Gut. Heute ist der 8. Ja. Heute ist wieder Schule. Ja. Ist es gut oder gut? Gut. Super gut. Sehr schön. Thank you.
schon fertig. Ja. Hallo, habe ich nicht runter gemacht wegen. Ich muss Hallo hoch und vorhin gerade habe ich jetzt nicht aufgemacht. Was hast du mit uns mitgegeben? Brot und Brot. Du hast Brot und Milchbrötchen. Ja. Ja? Ja. Hier habe ich alle meine Sachen drin, die ich will. Raus mit das hier mit dem Tag. Ja, irgendwie so rausgehen. Sag mal, Schatz, reicht dir das so angewöselt? Oder soll ich noch mal ein bisschen mehr dazu machen? Nee, alles gut, das passt. Reicht es? Das reicht. Da ist so, das ist schon lang nicht mehr das Sieb unten sauber gemacht worden wohl.
Und wenn das nicht sauber ist, dann wird das Geschirr auch nicht sauber. So, warte, Schatz, warte, das muss anders gemacht werden. Okay, okay, das weiß ich sowieso nicht. Was? Das weiß ich sowieso nicht. Aha. Ist doch wahr. Du könntest mir mal den Essigreiniger aus dem Bad geben, bitte. Findest du uns? Schatz? Oi. Was passiert? Ich hab das Backpulver geschüttelt und jetzt ist mir aus der Hand geflogen. Einmal durch die Küche. Um eins müssen wir los, ne? Was? Um eins. Bitte? Was hast du gesagt? Um 1 Uhr. Um 1 Uhr müssen wir los, ich weiß, ja. Ich weiß, Schatzi. Um 11:30 esse ich. Ja. Dann habe ich ja. Alles gut, Schatz. Braucht das Ding noch. So. Ja. So, hol mal in Schälchen. Willst du wirklich die Hälfte? In Drittel. Ja. Okay. Den Kopf. Ja.
Okay. Bis zu den Ohren. Ja. Und der Rest kommt in den Schrank wieder. Gell, weil das ist, schau, sag mal, ein Riesenstück. Hol dir in Schälchen und für dich genau das gleiche in Grün. Gell, weil das reicht. So. Gell? Du kannst auch große Schälchen holen, wenn ihr das wollt. Was ist so ein großes oder kleiner? Lukas. Spinnkopf. Willkommen zu einem neuen Video auf Mamas Kanal. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und ein Abo da. Ciao. Das ist voll hart. Hä? Ich habe mit Leonie gesprochen. Ach so. Ist da noch Geschirr? Ja, meine ganzen Becher noch. So, wenn ihr gegessen habt, Müll und Kompost muss bitte raus. Hallo, ja. Hört ihr mir zu? Lukas, du machst den Ding frisch, bitte? Ja. Und dann können wir es auch gleich herausstellen. Wird es morgen oder am Mittwoch? Dann ist es zu früh, ich darf es morgen raus. Okay. Ich darf es einen Tag vorher raus. Ja, dann müssen wir das morgen gleich. Mal waschen. Ich werde dann nochmal nachgucken. Ja, schau bitte nach, aber ich glaube im Kopf zu haben, dass es am Mittwoch abgeholt wird. Ja, ich glaube auch, aber ich gucke danach, wenn ich wieder. So, du darfst da jetzt nicht hin, weil ich möchte spülen. Okay? Ich gucke dann danach, wenn ich wieder zurückkomme. Ja. Also nochmal. Ich finde es im April, diesen Monat ist, dann wird es nächsten Monat am 5.5. Das kann ich dir nicht sagen, wir müssen das schauen, Lukas. Ja, wir ich weiß nur, dass es jetzt entweder morgen oder am Dienstag, aber ich glaube, dass es am morgen oder am Mittwoch geholt wird.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass dran steht am 10. Und der 10. ist der Mittwoch. Ja, genau. Ja? Natürlich. Weil am 10. ist dann auch Zuckerfest. Ja, genau. Für die Moslems. Ja, Zuckerfest. Ja, manche Moslems gehen halt dann ja auch zu Schule. Ja, genau. Für die ist es so wie bei uns Weihnachten. Ja. Die haben dann auch 3 Tage frei. So wie wir Christen ja auch. Also 2 Tage halt. Ja, oder 2. Genau, so wie wir Christen unsere Feiertage haben, haben die Moslems auch immer noch vielleicht 14 Sinn, damit ich die Schule einmal. Immer gleichberechtigt. Natürlich. Also bis gleich. Bis gleich, Schatz. Mama? Ja, bitte? Also, wir sehen uns doch heute nicht mehr Klingel trinken, weil er Kopfweh hatte. Und Jonas hat gefragt, ob er was trinken darf, obwohl er keinen Kopfweh hat. Wie was? Wer? Also der Simon hatte heute Kopfweh. Ja. Und da durfte er was trinken. Ja. Also nicht mal Klingeln. Also er hat unter der Stunde trinken dürfen. Ja. Was ja auch klar ist, wenn man Durst hat, muss man trinken. Nee, er hatte nicht Durst, sondern... Er hatte Kopfweh. Ja. Gut, okay, und ja. Und Jonas hatte heute Durst, aber er durfte halt nicht trinken. Wieso nicht? Und wir unter... Ach so, weil ihr Trinkpause macht. Ja. Aha. Das ist aber auch ein bisschen blöd, oder? Für mich jetzt nicht. Für dich nicht. Ja. Gut. Für mich ist es fair. Für dich ist fair? Mhm. Na dann. Dann ist es gut. Mama? Ja. Guck, wenn es halt 10 Uhr ist, dann müssen wir 35 Minuten warten. Bis wir trinken dürfen. Aha. Oder vielleicht so um 8 Uhr. Da müssen 45 Minuten warten. Mhm. Okay. Weil da um 9:30 die erste Pause geht. Und um 11:20 die zweite Pause. Die erste Pause geht 20 Minuten. Die zweite Pause 20 Minuten. Nein! 10 Minuten. Ich wollte gerade sagen, ihr habt nur einmal eine große Pause. Ja, da habe ich mich gerade versprochen. Alles gut. Ja. Von 11:20 bis um 11:30 mhm. Und dann von 9:30 bis um 9:15 Uhr. Dann klingelt es einmal. Dann müssen wir eine Minute warten, bis es das zweite Mal klingelt, dann dürfen wir rein. Bei der Kleinpause klingelt es einmal, dann dürfen wir rein. Gut. Nein, es liegt bei der Farbe des morgen früh raus. Tu mal das in Plastik rein, bitte. Ja. Danke. Ich soll die Hausschuhe unten rein, bitte. Nein, ich möchte jetzt schnell fertig machen. Okay. Oh, das noch. So, ich bin so müde. Ich habe jetzt übers Wochenende keine Abendmedikamente gehabt, weil ich habe am Donnerstag das bestellt gehabt beim Arzt und habe vergessen, dass wir ja dass der April ja ein neues Quartal ist. Dementsprechend konnte das Medikament nicht gleich auf meine Karte gespielt werden. Und dann bin ich am Freitag in der Früh hin, habe es einlesen lassen, habe mir das Rezept drauf spielen lassen und habe dann aber am Freitag
Entschuldigung. Hab dann am Freitag dann vergessen, das Medikament zu holen. Das haben dann die Kinder ja am Samstag gemacht. Und da das ein Medikament ist, was immer erst bestellt werden muss, weil es nicht vorrätig ist, hatte ich Samstag und Sonntag keine Medikamente für die Nacht. Und das sind jetzt so Medikamente quasi, die mir im Kopf, die mir die Gedanken leise machen sollen. Weil ich denke sonst die ganze Nacht und denke dann über Sachen nach, die so sinnlos sind. Aber ich glaube, jeder, der Depressionen hat, weiß, dass dieses Grübeln und dieses Zerdenken und dann in so einem Kreislauf denken, dass das halt mit dazu gehört. Und dementsprechend habe ich heute Nacht sehr schlecht geschlafen. Heute hatten die Kinder ja den ersten Schultag wieder. Die haben sich sehr gefreut. Ich habe mich auch für die Kinder gefreut, weil die beide total gern zur Schule gehen. Und genau, jetzt haben wir es Viertel nach. Moment, ich muss mal schauen. Genau, wir haben es jetzt gleich Viertel nach neun. Und mir kam jetzt gerade noch, dass ich noch Brotzeit für morgen herrichten möchte für die Schule. Und dann werde ich auch dann, ich muss die Küche noch schnell fertig machen, durch das, dass ich heute Vormittag die Spülmaschine geputzt habe und die erst dann heute Nachmittag laufen lassen konnte und die Kinder heute Abend die ausgeräumt haben und ich jetzt noch mal was gekocht habe. Muss dementsprechend jetzt so schnell die Küche gemacht werden. Ich habe also noch ein bisschen zu tun und würde sagen, wir sehen uns dann am Ende vom Vlog wieder. Bis gleich. Boxa, sag mal, was soll das jetzt, Stinky? Thank you.
30. So, ich bin fertig. Ich habe jetzt auch so für morgen früh fürs Frühstück so hergerichtet. Brotzeit ist fertig, sodass die. Also, nein, falsch, Blödsinn, Quatsch, zurück. Ich habe jetzt Brotzeit für die Kinder gerichtet. Das müssen sie morgen nur noch in ihre Schulranzen packen. Dann habe ich so für das Frühstück soweit alles hergerichtet, dass sie sich nur noch Brote schmieren müssen. Und wir haben es jetzt kurz nach 10:30. Und ich werde jetzt mich noch richten und dann auch bald ins Bett gehen. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, ich beende jetzt den Vlog und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Genau. Weil ich habe gerade voll Lust, wieder jeden Tag euch so ein bisschen mitzunehmen, so bei dem, was ich so tue. Genau, und ich weiß, dass das bei euch ganz gut ankommt und dann habe ich jetzt mir so gedacht, dass es mir momentan sehr, sehr gut geht. Von der Psyche her habe ich mal wieder Lust, so ein paar Daily Vlogs zu drehen. Genau. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und bis dann. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.